Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video. Es gibt auf dem deutschen Feuerwerksmarkt einige Artikel, wo ich mir nach der Zündung immer denke, boah, das muss eigentlich jeder mal selber erlebt haben. Und genau um diese Artikel geht es jetzt hier in dem Ranking. Und zwar ist das Thema Feuerwerksartikel, die man mal gezündet haben muss. Schreibt natürlich gerne einen Artikel in die Kommentare, von dem ihr das gleiche behaupten würdet. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit Platz 10. Feuerteufel von Blackbox. Das ist ein sehr lauter Pfeifkreisel mit Aufstieg und genau dieser Aufstieg kommt sehr, sehr unerwartet. Diese Teile gibt es in ähnlicher Bauform auch noch von anderen Herstellern, aber dieses Exemplar finde ich am beeindruckendsten. Ein Stück kostet ungefähr 1,50 Euro. Alten Schlappen, der hat Speed drauf. Lecker funny. Platz 9. Flashbang von Weco. Das sind ja mittlerweile die absoluten Klassiker-Bombenrohre aus dem Lidl. Der Effekt ist ein reiner Salutknall und 10 Stück kosten nur 3 Euro. Die Teile sind natürlich nicht die allerlautesten, gehören für mich aber auf jeden Fall zur absoluten Grundausstattung an Silvester. Da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ja, jetzt nochmal zur optimalen Schallausbreitung, knapp über dem Boden. Platz 8. Storm von Explode. Das sind sehr günstige Bodenwirbel mit ganzen 7,5 Gramm NEM und der Effekt kommt etwas unerwartet. Sehr cool ist auch der Preis, denn sie kosten nur um die 1,50 Euro. Also, let's go. Geilo. Und letzter. Oh. Ach, schon gut, ey. Platz 7. Riesencrackling-Bälle. Diese Teile gibt es ja mittlerweile von allen möglichen Herstellern. Sie kosten in der Dreierpackung immer zwischen 2 und 3 Euro und meistens haben sie pro Stück 15 Gramm NEM. Und die Teile machen einfach irrsinnig Spaß und für einen, der die Teile noch nie gezündet hat, sind die wirklich übelst überraschend. Lucky 8. Ja. Big Whoppers von Leslie. Boah. Crackling Balls von Heron. Big Balls von Explode, genau. Mit denen hat quasi alles begonnen. Wrecking Balls XXL. Glimmt noch. Titanball. Platz 6. Schreckschrauben von Pyroland. Ihr kennt ja bestimmt alle die Moskitos, die übrigens auch sehr geil sind. Aber eine Stufe darüber sind nochmal die Schreckschrauben. Denn das sind einfach richtig fette Klopper, die sich auch in den Himmel hochschrauben. Sie kosten in der 5er Schachtel 3 Euro und haben oben sogar noch einen kleinen Glitterauswurf. Ja. Geil, oder? Geil. Der hat einen schönen schiefen Abgang gemacht.
Platz 5, Blinkstars von Weco. Beziehungsweise man kann sagen, Schweizer Vulkane allgemein. Sie kosten zwar 9 Euro, aber es gibt in der Qualität einfach keine vergleichbaren Vulkane. Vor allem nicht in dem Preissegment. Ich habe auch lange nicht gedacht, dass sich solche Teile lohnen würden, aber wenn man vor dieser Feuersäule steht, ist das schon wirklich sehr beeindruckend. Den Blinkstars Vulkan gibt es übrigens im Lidl. Und die Blinker blinken auf dem Boden weiter. Platz 4. Rocket Strike von Nico. Das sind so Leitwerkraketen. Und da fasziniert mich dieser Start einfach unglaublich. Die werden erst mit so einem richtig lauten Knall hochkatapultiert. Und danach setzt erst der Treiber ein. Der Effekt selber ist natürlich nicht der allerbeste. Aber alleine diesen Start muss man mal live gesehen haben. Red. Hast du einen Schreck gekriegt? Ja. Geil, oder? Die knallen erst so übelst und dann fliegen die hoch. Ganz schön hoch. Ja. Platz 3, Rattlebang von ABA. Das ist ein fetter Feuertopf mit Pfeif und Knall. Und dieses Ratterpfeifen ist einfach richtig laut und krass. Also im F2-Bereich gibt es kaum was Vergleichbares. Und auch wenn man weit genug wegsteht, gibt dieses Teil noch so einen richtigen Schlag. Ein Stück kostet ungefähr 8 Euro. So, und jetzt Rattlebang. Hossa. Junge, sind das heftige Teile. Richtig, richtig geil. Platz 2, Black Ice von Weco. Ganz oft werde ich gefragt, welche die beste Discounter-Batterie ist. Und für mich persönlich ist das genau diese Batterie. Für 17 Euro bekommt ihr eine richtig krasse Abwechslung. Also Normalschuss, Fächer, Wirbelaufstieg und Pfiff. Also extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und genau deshalb solltet ihr die jedes Jahr beim Lidl mitnehmen. Leider ein kleiner Tropfen auf der Linse. Super Teil. Platz 1, Crackling Beam von Pyroland. Ohne Witz, Leute, diesen Artikel muss man mal gehabt haben. Warum, seht ihr jetzt. Eine Dreierpackung kostet übrigens 4 Euro. Absolut unnormal. Alter, ich stand fast drin.